Lies of P, die große neue Souls-like-Hoffnung. Aber ganz ehrlich, Freunde, was bedeutet das mittlerweile eigentlich noch? Im Lauf der letzten Jahre haben mich 90% dieser sogenannten Souls-like-Hoffnungen alle bitter enttäuscht. Ich habe einen Bericht der GameStar gesehen. Dort haben sie das künftige Souls-like Dolmen vorgestellt. Und das Video trug den Titel Dolmen wird immer besser, je länger man es spielt. Und der Bericht zu Dolmen hat mich damals heiß auf dieses Souls-like gemacht. Doch dann war Release und was soll ich sagen, es war eines der schlechtesten Spiele, die was ich jemals gespielt habe. Lieblose Level, unfassbar hässliches Design, eine Schrottsteuerung und die mitunter schlechtesten Bosse, was ich jemals gesehen habe. Aber auch andere Souls-Likes haben mich persönlich mega enttäuscht. Steel Rising zum Beispiel. Ich muss zugeben, ich war unfassbar gehypt auf Steel Rising. Ich habe die Demo live gestreamt und die hat mich total überzeugt. Die ersten drei Bosse waren cool designt und das Setting hat sich einfach unverbraucht angefühlt. Aber der Aufprall in der Realität war wieder mal ernüchternd und hart. Schon ab dem dritten Gebiet wurden Bosse zu Tode recycelt. Die Technik war Vollkatastrophe. Und in jeder Ecke ist ein Mozart gestanden. Es hat sogar einen Feuerbandschrein nur mit Mozart gegeben. Ich meine, what the fuck? Die Bosse waren alle First Try. Das Spiel war langweilig, unfassbar leicht und das Leveldesign war lieblos dahingeklatscht. Für mich persönlich ein Souls-like Vollkatastrophe. Aber es gibt ja noch Team Ninja. Team Ninja, die was mit Nioh eines meiner absoluten Lieblingsspiele erschaffen haben. Bekannt für ihren absurd hohen Schwierigkeitsgrad und ihr komplexes Kampfsystem. Und als Wulong, das neue beinharte Souls-like der Nioh-Macher, angekündigt wurde, war erneut mein Hype-Level am Anschlag. Doch Wulong stellte sich für mich zumindest unterm Strich als ein Desaster heraus. Klar, die Levels waren schön anzusehen. Der Schwierigkeitsgrad, die ersten 2-3 Gebiete relativ hoch. Doch holy crap indeed, dieses Spiel wurde von Gebiet zu Gebiet immer schlechter und vor allem einfacher. Der Tutorial-Boss, das war der härteste Boss im gesamten Spiel und das sollte er auch bleiben. Ein grauenvolles Gegner-Recycling. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das Gegner-Recycling von Wulong hat Kultstatus erreicht in Sachen Bullshit. Zudem wurden die Bosse immer leichter. Wenn man die Spielmechanik mit dem Konter des roten Angriffs beherrscht hat, hat man das Spiel quasi durchgespielt. Und dazu hat man keine krasse Combo drücken müssen, sondern genau einen Knopf, um diese rote Attacke zu kontern und enormen Haltungsschaden aufzubauen. Ein Gegner konnte noch so unbesiegbar wirken, er konnte noch so ein grandioses Auftreten haben, wenn er diese rote Attacke gemacht hat, war dieser Boss First Try. Doch eine Sache hat mir die letzten Jahre noch wütender gemacht, als die Qualität dieser eben genannten Spiele. Wie kann man sich anmaßen, so einen Dreck als Souls zu bezeichnen? Wie können zum Beispiel Dark Souls und Dolmen in einen Satz vorkommen? Wie leicht ist es eigentlich mittlerweile, als Souls-like durchzugehen? Wissen wir denn alle nimmer, was Souls eigentlich ist? Halt! This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished it shall not be by the feet of men. Tonight, Gamma joins the hunt. Pillagers! Emboldened by the flame of ambition. Oh dear. Another dogged contender. Forefathers, one and all! Bear witness!
Souls sind atmosphärische Gebiete, die was einen den Atem rauben. Gebiete, die was einen in den Bann ziehen und mit ihren unfassbar genialen Leveldesign begeistern. Souls sind unfassbar epische, grandios inszenierte und gnadenlose Bosse, die einen teils stundenlang mit ihrer Härte quälen. Und irgendwann dominiert man den Boss und tanzt mit ihm. Man ist stolz und erleichtert, das Herz rast und man ist einfach nur glücklich. Das ist Souls. Spielen wie Dolmen, Steel Rising, Wulong fehlt etwas, das was sie im Namen tragen wollen. Diesen Souls-Likes fehlt die Seele. Doch was ist mit Lies of P? Kann Lies of P an die Qualität der echten Souls-Spiele herankommen? Kann Lies of P all diese Dinge erfüllen, die was ich eben aufgezählt habe? Ist Lies of P vielleicht sogar das beste Souls-like aller Zeiten? Ich habe mit dem heutigen Stand 150 Spielstunden in Lies of P und das Game beendet. Ich habe sehr viele Guides und Videos gemacht, ich habe jeden Boss auswendig gelernt. Ich persönlich fühle mich in der Lage, jetzt eine ehrliche und faire Review zu diesem Spiel zu geben. Doch bevor wir starten, Freunde, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like auf diesen Kanal da lasst. Ihr unterstützt mich somit auf ehrenloser Basis, wollte ich gerade sagen, auf kostenloser Ehrenbasis, sagen wir so, ja. Und wenn ihr eine unfassbar nette Souls-like-Community sucht, dann kommt gerne zu unserem Discord. Wir sind bereits über 2500 Menschen und die Stimmung ist absolut majestätisch. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Aber jetzt starten wir direkt los und zwar zuerst mit den negativen Punkten. Gleich mal vorweg, Lies of P ist nicht perfekt. Aber das sind auch die meisten From-Software-Spieler nicht, also das soll nichts heißen. Für mich persönlich ist das größte Problem die Balance beim Parry-Fenster. Es gibt Bosse und Gegner, da fühlt sich der Parry absolut richtig und perfekt gebalanced an. Zum Beispiel der abgewrackte Wächter, die erste Prüfung in Lies of P. Man kann ihn wunderbar parieren, die Angriffe lassen sich super gut lesen und man kann mit einem perfekten Parry antworten. Oder Erzbischof Andreas, einer meiner absoluten Lieblingsbosse und die erste große richtige Prüfung in Lies of P. Jeder Schlag von ihm lässt sich sehr leicht parieren. Es macht Spaß, ihn so die Haltung zu brechen. Das Timing bei diesem Boss, es fühlt sich richtig an. Auch hier sind die Angriffsmuster gut erkennbar und man kann locker mit einem perfekten Parry reagieren. Das gleiche gilt für den Puppenkönig in der ersten Phase. Die Angriffe sind so gut lesbar, dass man leicht mit einem perfekten Parry antworten kann. Allgemein sind die Hauptbosse sehr gut zu parieren und zu lesen. Da wurde viel Liebe und Herzblut reingesteckt. Allerdings gibt es Gegner, da funktioniert das überhaupt nicht gut. Und da nehme ich jetzt einmal diese ganzen Stalker, Esel, Katzen, Mäuse, Füchse, Elite, Mooshammers, Mini-Bosse, Arschlöcher mit rein. Diese ganzen Stalker-Gegner da, diese mit den Tiermasken, sind im Allgemeinen super anstrengend. Parry zahlt sich für mich bei diesen Typen gar nicht aus. Die sind alle so unfassbar schnell und aggressiv, dass sich der Parry nicht lohnt. Die Bestrafung in diesen Kämpfen ist viel zu hoch, um einen Parry zu riskieren. Aber dass das auch anders geht bei so schnellen und aggressiven Gegnern, das beweist zum Beispiel Sekiro mit ihren Purple Ninjas. Absolut aggressiv und unfassbar schnell. Aber es gibt dennoch in diesen Kämpfen gegen sie super gute Zeitfenster, die was wir parieren oder mikieren können. Sie heizen ein, sie geben Gas, aber plötzlich hebt er den Fuß und lässt sie kurz Zeit. Und wir wissen, jetzt kann man Mikiri-Konter machen. Absolut gut gebalanced. So entsteht mit jedem dieser Purple Ninja ein Tanz. Und dieses Gefühl habe ich nie bei diesen Elite-Mini-Bossen gehabt, mit diesen Tiermasken. Die Parry-Fenster von denen sind mikroskopisch klein. Sie sind eigentlich nicht vorhanden.
man wird von ihnen zugespammt und diese ganzen Angriffe kommen alle viel zu schnell und sie geben dann nie eine Zeit, dass du mal reagieren kannst. Dasselbe Problem habe ich aber gewissen Gegnern, die was stundenlang ausholen, nur um dann in einer Millihundertstelsekunde zuzuschlagen und in dieser Millihundertstelsekunde musst du parieren. Aber keiner riskiert dort den Parry, weil die Bestrafung einfach in Form von massiven Schaden, den du kassierst, viel zu hoch ist. Das ist für mich der größte Kritikpunkt an Lies of P. Der letzte Kritikpunkt, es ist der Groggy und der kritische Schaden. In Lies of P einen Groggy-Zustand zu erreichen, ja, für das muss man schon einiges tun. Perfekte Parries oder den Gegner richtig viel Damage drücken, um die Haltung zu brechen. Ist der Gegner dann gebrochen und die Leiste wird weiß, dann hat man jetzt die Möglichkeit, mit einem aufgeladenen R2-Angriff seine Haltung endgültig zu brechen. Und da ist mein Problem, denn je nach Waffe, die was du führst, dauert dieser R2-Angriff entweder kürzer oder länger. Manche haben eine schnelle Dex-Waffe mit einem superschnellen R2-Angriff, und die bekommen diesen Groggy-Zustand viel schneller in einen Crit-Schaden umgewandelt als jemand mit einer krassen Stärkewaffe, wo der R2-Angriff einfach viel länger dauert. Da würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen fairer wäre. Dass es vielleicht kein aufgeladener R2-Angriff ist, der was schlussendlich dann diesen kritischen Schaden erlaubt, sondern vielleicht nur ein stinknormaler R1-Angriff. Aber über das kann man ja noch hinwegsehen. Für mich persönlich noch viel schlimmer ist es, dass der kritische Treffer an sich, wenn du den Gegner gebrochen hast und du machst einen Critical Hit, dass der viel zu wenig Schaden macht. Der macht ja eigentlich nur genauso viel Schaden wie ein aufgeladener R2-Angriff. Es ist total unbefriedigend. Bestes Beispiel mit dir. Wenn du mit dir perfekt bekämpfst, bekommst du am Schluss die Chance auf einen Critical Hit. Schaut einmal, was man den abzieht. Jetzt haben wir einen Crit und das müsste eigentlich so viel Schaden machen. Und so soll sie das anfühlen. Man denkt sich einfach, yes, ich habe viel dafür gemacht, dass ich jetzt diesen Critical Hit verdient habe. Aber in Lies of P ist es einfach wie ein ganz normaler R2-Schlag. Total unbefriedigend und das ist für mich einer der größten Kritikpunkte an diesem Spiel. Der kritische Angriff zahlt sich eigentlich gar nicht aus. Und da würde ich mir wünschen, dass das definitiv geändert wird. Dass du das Gefühl hast, ja Mann, das war richtig nice indeed. Aber das waren für mich alle Kritikpunkte. Wenn euch noch etwas einfällt, Freunde, das was euch extrem stört, schreibt's mir's unbedingt in die Kommentare. Je t'ai rencontré simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant. Ich muss gestehen, Freunde, die Schauplätze in Lies of P sind der absolute Wahnsinn. Jedes Gebiet ist mit der passenden atmosphärischen Musik unterstrichen. Sei es die Rosa Isabel Street oder die chlorreiche Oper. Seien es die Slums oder die Fabrik. Alles ist unfassbar schön und mit Liebe zum Detail kreiert. Düster, stimmungsvoll und auf Hochglanz poliert. Und vor allem bieten diese Gebiete Abwechslung. Von noblen Gebäuden bis hin zu dreckigen Sümpfen. Die Gebiete und die Atmosphäre in Lies of P sind für mich ein unfassbar großes Highlight und heben sich von den immer wieder gleichen und langweiligen Levels der anderen Souls-like der letzten 10 Jahre ab. In jeder Ecke spürt man da die Liebe der Entwickler. Und sowas Dichtes an Stimmung findet man normal nur in den Spielen von From Software.
Die Bosse in Lies of P sind für mich, bis auf wenige Ausnahmen, das absolute Highlight in diesem Game. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, einige Bosse in diesem Spiel sind für mich absolute Meisterwerke. Die ersten 2-3 Bosse, die waren allesamt gut, okay. Aber das erste richtige Meisterwerk war für mich Erzbischof Andreas. Was für ein groteskes Boss-Design. In der zweiten Phase öffnet er in einer unfassbar geilen und verstörenden Cutscene seinen Brustkorb. Und der Bischof kommt hervor. Diese ganze Inszenierung. Dieses Design, das hat für mich From Software Niveau. Weiters hervorheben möchte ich noch den Puppenkönig. Ein Meisterwerk von einem Boss. Das schaut alles so hochwertig und grandios aus. Und gerade die erste Phase ist für mich einer der spaßigsten Bosskämpfe in diesem Spiel. Die Schläge vom Puppenkönig zu parieren hat so Bock gemacht. Dieser Riesenroboter ist einfach designtechnisch eine 10 von 10. Aber auch die zweite Phase, wo Romeo hervortritt, ist ein absolutes From Software Bossniveau. Unfassbar hart, aggressiv und man hat wirklich das Gefühl, gegen einen König zu kämpfen. Der Sieg gegen den Puppenkönig hat mir persönlich seit langem wieder das Gefühl gegeben, was mir normalerweise nur Bosse von From Software gaben. Endlich fühle ich wieder was bei einem Sieg gegen einen Boss. Endlich wieder dieses Adrenalin. Das, was ich so schmerzlich vermisst habe in den letzten Jahren. Und einen Boss muss ich noch hervorheben und da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe die Hoffnung gehabt, bevor Lies of P den Release gehabt hat, dass wir gegen Geppetto kämpfen. Der Showdown gegen den Gründer. Ich hatte dieses Bild von diesen verregneten Straßen Frankreichs mit Donner und Blitz und epischer Chormusik die ganze Zeit im Kopf. Und ich habe zwar nicht Geppetto bekommen, aber ich bekam das da. Und diese Dame gab mir diesen finalen Showdown-Flair. Ein unfassbar epischer Boss, der was genauso gut der Endboss hätte sein können. Grandios inszeniert. Kein anderer Boss aus Lies of P hat mir diesen dramatischen Flair gegeben. Die Bosse in Lies of P haben eine unfassbar gute Qualität. 5, 6 dieser Bosse haben absolutes From Software Niveau und das kann ich nun wirklich nicht von einem anderen Souls-like der letzten Jahre behaupten. So sehr sich Lies of P auch an Miyazakis Ideen bedient, was ich absolut nicht schlecht finde, so genial und eigenständig waren für mich diese Waffenfeatures, dass man die kombinieren kann. Du kannst, bis auf wenige Ausnahmen, jede Klinge mit jedem x-beliebigen Griff kombinieren. Diese Idee hätte auch scheitern können, aber holy crap indeed, Bruder, was hauen die da für eine geile Gameplay-Mechanik heraus. Du kannst über 100 Waffen kombinieren. Selten, wenn du eine Waffe findest, ist sie schon am Stärke-Maximum. Sehr oft entfaltet sich die wahre Stärke erst dann, wenn du einen anderen Griff raufgibst. Es gibt wie gesagt unzählige Waffenkombinationen und ich liebe dieses System einfach unfassbar. So kann man wirklich tüfteln und taktisch an die Sache rangehen. Und auch die Waffen an sich im Allgemeinen sind ein absolutes Highlight. Kreativ im Design, diese Teile schauen einfach nur so unfassbar edel aus. Lecker, lecker, lecker. Also als Souls-Fan muss man echt sagen, wow, diese Waffen in diesem Spiel, seiner Augenschmaus, das ganze Gameplay fühlt sich mit denen so unfassbar wuchtig an. Der Controller vibriert, Nachbarin haut es aus dem Bett aus, alles perfekt. Ich muss echt sagen, die Waffen in Lies of P sind ein absolutes Highlight für mich. Die Schwierigkeit in Lies of P, der wohl größte Kritikpunkt für einige und für mich die wohl größte Stärke von Lies of P. Endlich wieder mal ein Spiel, was da in die Fressen haut, dass da 14 Tage später noch die Papalatur brennt. Endlich mal wieder ein Spiel, wo es noch was bedeutet, einen Boss zu besiegen. Lies of P ist knüppelhart,
aber auch unfassbar belohnend. Jeder Miniboss droppt irgendein Quarz oder Amulett und es zahlt sich immer aus, dass man den besiegt. Ich muss noch kurz was dazu sagen. In meiner Welt existieren keine Hilfs-NPCs oder Geisteraschen. Ich bewerte sowas nicht mit, wenn ich über Schwierigkeit spreche. Diese Meinung, die was ich hier vertrete, die gilt nur für die einzig wahre Erfahrung in solchen Spielen, Solo. Du kannst ja diesen Geist beschwören, für mich alles okay. Ob hohes Alter oder zu wenig Zeit oder einfach vielleicht nicht so talentiert. Aber wenn ich hier von Schwierigkeit rede und ein Urteil abgebe, dann gilt es nur für die Solo-Experience in diesem Spiel. Und da ist Lies of P ein absolut anspruchsvolles Souls-like. Das, was unfassbar fordert. Viele meinen ja, die Bosse sind so schwer. Und ja, das stimmt. Aber eines muss ich auch sagen, Freunde, mir fällt jetzt kein anderes Spiel ein, wo die Lernkurve bei Bossen so dermaßen krass nach oben geht. Ich habe ja für diesen Kanal viele Boss-Guides gemacht und ich musste dazu die Bosse auswendig lernen. Und ich habe gemerkt, wie unfassbar krass diese Lernkurve nach oben geht bei Lies of P. So wirkt der Gegner am Anfang noch unbezwingbar und mit jedem Try wird es immer besser und besser. Und am Ende tanzt du mit diesem Boss. Die Lernkurve ist so gut wie nirgends anders. Und an jene, die was Videos darüber machen, dass dieses Game zu hart ist, ich habe nur eine Frage an euch. Warum spürt ihr einfach nichts anderes? Es gibt ja so viele Alternativen, lasst die Finger davon. Wenn du nicht bereit bist, in einem echten Souls-Spiel zu leiden, zu lernen, besser zu werden und am Ende knapp zu siegen, dass du Gänsehaut am ganzen Körper hast, dann hast du dieses Genre nicht verstanden. Ich selbst habe im Stream von einem der leichtesten Bosse über 2 Stunden auf die Fressen bekommen. 2 Wochen später habe ich 80% der Bosse No Damage besiegt. Diese Härte darf nicht aussterben in den Souls-Spielen. Und ich habe mir gedacht, sie ist ausgestorben. Aber Lies of P beweist Mut und liefert hier eine knallharte Spielerfahrung, die was endlich wieder mal belohnend wirkt. Studiere die Bosse, werde besser darin und dann besiege sie, und auch wenn es eine Woche dauert. Das ist nämlich Souls. Und Lies of P bringt das zurück, was ich jahrelang vermisst habe. Eine Schwierigkeit, die fordert und belohnt. Danke an die Entwickler, dass ihr so mutig wart, dieses Spiel so schwer rauszuhauen. Und bitte, falls ihr einen zweiten Teil macht, macht es bitte nicht so wie Nioh 2 oder Blasphemous 2. Bitte bleibt's bei dieser Härte. Danke, Kuss auf die Nuss, meine Lieben. Und jetzt stellt sich die finale Frage. Ist für mich Lies of P das beste Souls-like aller Zeiten? Und bitte, Freunde, vergesst's niemals. Souls-like sind Spiele, die sich an der From-Software-Formel bedienen. From-Software-Spiele sind Souls-born. Das heißt, ist Lies of P das beste Souls-Spiel, das was nicht von From-Software ist? Und für mich ist die Antwort eindeutig yes, indeed, aber sowas von. Lies of P ist für mich das beste Souls-like aller Zeiten. Und löst somit Nioh bei mir ab. Nioh war über Jahre mein Nummer 1, doch nun thront da oben Lies of P. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es sogar besser als das eine oder andere From Software Spiel ist. Klar, an Miyazakis Meisterwerke wie Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro oder Elden Ring kommt's nicht ran. Aber irgendwo da unten spielt's dann schon mit, ne? Bei Dark Souls, Demon's Souls. Das ist endlich mal ein Spiel, was ich da reinpacke, und das habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Ein Spiel, das was in derselben Liga wie die From Software Spiele spielt. Lies of P ist das Spiel, auf das was ich immer gewartet habe. Und wenn man bedenkt, dass eventuell sogar noch eine Trilogie geplant ist, dann geht mir persönlich das Herz auf. Und jetzt seid ihr dran, Freunde, spammt mir gerne die Kommentare zu. Findet ihr meine Ansichten scheiße? Findet ihr gewisse Sachen relativ richtig, was ich sage?
Oder habt ihr ganz eine eigene Meinung zu Lies of P? Dann lasst es mir doch gerne in die Kommentare wissen. Wir können wirklich über alles diskutieren. Das ist definitiv ein Highlight-Game, für mich Game of the Year, und ich bin jetzt gespannt, wie ihr das Ganze seht. Kommt gerne zu unserem Discord, lasst ein Abo da, und wir, Freunde, sehen uns zum nächsten Stream oder zum nächsten Video. Bis dahin, haltet die Nasen steif, euer Jack FromSoft.